Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video und zu einem neuen Spiel. Ich bin hier gerade reingejoint und drehe gerade mal die Kamera für euch, damit ihr mal so die Grafik bestaunen könnt. Na, was heißt bestaunen? Die Grafik ist jetzt aus dem ersten Blick ansehnlich, sieht ganz cool aus. Dieses Spiel heißt, ich habe es mir extra hier, Asterigos Curse of the Stars. Asterigos. Es soll ein Souls-like sein. Für mich sind Souls-like bisher eigentlich nichts gewesen, außer Elden Ring. Ansonsten Souls-like, was heißt das? Sehr, sehr schwer. Und wenn man stirbt, verliert man einiges oder alles oder keine Ahnung, ich weiß nicht genau. Ich kenne mich so nicht aus, aber... Ich fand das ganz interessant. Von den Videos und ausprobieren kann man ja immer mal wieder alles. Also wir sind jetzt hier gerade gestartet, mehr oder weniger... bewusstlos aufgewacht. Kann man bewusstlos aufwachen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind wir irgendwie aufgewacht. Und wir finden direkt mal die Kampfgrundlagen. Angriff der ersten Waffe. Das bringen wir gleich alles mal aus. Achso, das ist eine Waffe. Zack. Was liegt hier noch rum? Sonderbefehl der Legion. Hiermit beauftrage ich Hilda, Kriegerin. Also wir sind Hilda. Hilda muss die Ziele lokalisieren und wenn nötig... I need to find them as soon as possible. This is my. Ja, wir überspringen mal dieses ganze Gequatsche. Luckily, it's still in the bag. Okay. Salben sind eine Art Trank. Schnelleinsatz. Bum, bum, bum. So, was haben wir denn hier? Haben wir irgendeine Systemoption? Speichern. Direkt mal speichern. So, was können wir denn alles? Wir können sprinten. Wir können nicht springen. Wir haben hier ein Schwert und ein Schild, was jetzt rausgekommen ist. Sieht ganz cool aus. Was ist, wenn man drauf hält? Ne, ist kein starker Angriff, sondern man kann hier ganz normale Kombos machen. Man kann eine Ausweichrolle machen. Hier holt man Hammer raus. Ah, man kann das so kombinieren mit irgendwelchen Angriffen. Was haben wir hier oben? Hier oben geht nichts. Ach, hier kann man auch schnell laufen. Okay. Warte mal, was ist denn, wenn ich schnell laufe? Ach so. Ja, da macht er einen anderen Angriff. Ist das nochmal eine andere Waffe? Nee, hier holt man wieder seine Axt. Das ist schwerer Angriff irgendwie. Das ist was anderes als das. Aber es sieht cool aus. Warte mal, kann man das aufladen? Das sieht cool aus. Boah, und diese Vibration. Also das Kameradrehen mache ich. Ah, und hier hole ich irgendwie mein Schild. Hier blocke ich. So, und ich habe halt gelesen und bei YouTube, dass es viele verschiedene Waffen gibt. Man sich aber auf zwei... Oh, ist das mir noch zu laut hier? Man sich aber wohl auf zwei beschränken sollte, weil man halt sonst die anderen gleichzeitig hochlevelt, dann wird das zu schwach. Wo ist denn hier? Ja, Musik, dann ist sie ganz aus. Wir machen es mal so. Ja, aber mal gucken, was wir alles finden. Also bisher habe ich nur einen Hammer und ein Schwert. Meine Erfahrung jetzt, was ich hier sehe. Ob ich das jetzt irgendwo wechseln kann? Also ein Menü oder so. Prüft die Umgebung auf alles Ungewöhnliche, steht oben links. Und ja, gucken wir uns das Ganze mal an hier. Ah, hier müssen wir das kaputt machen, damit wir nicht durchkommen. Hm, okay. Hier liegt wieder was. Also die Kamera. Ich glaube, ich muss mir das mal schneller einstellen. Das ist mir ein bisschen... So, hier kommt jetzt der erste Gegner, oder was? Ah, da sind noch die anderen Waffen. Die müssen wir uns jetzt alle wahrscheinlich hier alle holen. So, hier laufen wir schnell. Grafik wie immer alles auf Max. So. Warte mal, hier lag noch was. Hier ist eine Truhe. Kein Werkzeug. Okay. Wir brauchen jetzt die Dolche. Scheiße, wo ist denn jetzt lang gegangen? Ah, da ist er ja. Dieser Hund. Mit A können wir erklimmen. Warte mal, bevor wir da lang gehen, gucken wir mal, was es hier noch gibt.
Was ist er denn hier? Alter, wie fällt er denn aus? What the fuck? Ja, springen kann man nicht. Überall Flaschen. Salbe, Salbe, Salbe. Is that a Magicite device up ahead? Grenzposten. Was ist jetzt hier los? Der Grafikstil erinnert mich so ein bisschen an Immortal Phoenix Rising oder auch Kena Bridge of the Spirit. Ich mag ja sowas Buntes, so ein bisschen. So ein bisschen bunt. Kein Fortnite. Wenn Hilda eine Stellasphäre berührt, wird der Standort für Hildas Notfallteleportation gespeichert. Ausruhen regeneriert LP, lässt aber bereits besiegte Gegner wieder erscheinen. Ah, okay. Ah, und jetzt kommt das hier alles mit den ganzen Fähigkeiten. Und das geht anscheinend hier nur an diesem Ding immer. Wir ruhen uns jetzt einmal aus. Ach, können wir dann diese ganzen Sachen... Hier haben wir noch keinen Gegner getötet. Ah, nee. Hä, wo, wie kommen wir jetzt? Ah, jetzt haben wir das. Jetzt haben wir hier die Quest und wir haben hier unsere drei Dinger. Tränke. So, Schwert und Schild und Hammer. Schmuckstück haben wir noch nicht. Wir können hier die Schnellwallen verschieben. Es gibt verschiedene Outfits anscheinend. Tagebuch, Archiv. Wie können wir jetzt auf Waffen und die irgendwie hochleveln? Geht anscheinend jetzt gerade... Ah doch, hier Fähigkeiten. Wir haben 5 Talentpunkte, 8 Attributpunkte. Können wir jetzt hier auf Angriff, Lebenspunkte und irgendwie Arkane, also Zauber oder was? Dann machen wir 2 auf Zauber und jeweils 3 hier drauf. Bestätigen. Talentpunkte. Erlernen, bestätigen. Ihr müsst die Fertigkeit erst auf der Seite Fähigkeiten konfigurieren, bevor ihr sie einsetzen könnt. Also hier kann ich noch nichts machen, sondern ich muss hier jetzt irgendwas wählen. X. Ah, rechts unten sieht man das Sturmbrecherin. Fügt Gegner in einem großen Bereich vor euch kontinuierlich Schaden. Okay, also da kommt irgendwie so eine Wirbelattacke. Okay. Was anderes kann ich ja gar nicht, ne? Achso, ich kann mir jetzt aussuchen, auf welchen Knopf ich das will. War X nicht jetzt der normale Angriff gerade? Hä? Kann ich jetzt das nehmen? Ja, wir haben bisher nur das. Wie schalte ich die anderen frei? Es geht noch nicht. Müssen wir gleich nochmal gucken. So, und hier können wir... Euer Ansturm kostet weniger AP, wird allerdings langsamer. Aber das geht auch alles noch nicht. Hä, aber diese Talentpunkte verstehe ich jetzt nicht. Hier kann ich... Achso, hiermit. Ja, das habe ich ja. Wenn ihr mit eurer Waffe angreift, könnt ihr die Energie in einem magischen irdischen Bündel der eure... Salben regenerieren, weicht früher aus, wenn ihr niedergeschlagen werdet. Allerdings zu höheren AP-Kosten. Fläche mit Sternstaub. Erhöht die Wahrscheinlichkeit des Gegners seltener drüber. Allerdings verliert ihr mehr Sternstaub, wenn ihr stirbt. Je niedriger, desto mehr Schaden verursacht und erleidet ihr. Okay. Euer Ansturm kostet... Rolle kostet weniger. Was ist, wenn ich das jetzt hier... Ach so. Erhöht die Menge an Sternstaub. Verringert den hinteren Erkennungsbereich eines Gegners. Je niedriger, desto mehr Schaden verursacht und erleidet ihr. Also das sind jetzt Sachen, wo ich noch gar nicht weiß, verbessert das hier nicht so schnell. Ja, das hört sich doch gut an. Das hört sich doch gut an. Euer Ansturm kostet weniger. Ah, jetzt habe ich das hier erlernt. Erleidet wieder so lange der Salbeneffekt? Ja, keine Ahnung. Das geht noch nicht. Ich habe jetzt einfach mal ein bisschen was rumgeklickt.
Achso, man muss jetzt RB drücken und dann kann man diese Fähigkeit aktivieren. Okay. Ah, okay. Gut. Wenn sich Gegner eure Nähe befinden, könnt ihr die Kamera fokussieren. Okay, das ist auch altbekannt. So, den haben wir genommen, den Jungen. Scheiße, mit dem Hammer verkackt. Ey! So, und links ist diese Ausdauer, die dann halt weggeht, wenn ich jetzt blocke zum Beispiel. Kann man irgendwas einsammeln? Okay. Ups. Ah, ich komme gerade. Warum kann ich das jetzt nicht... Ach so. Weil ich wahrscheinlich zu wenig... Okay. Die Kämpfe? Weiß ich jetzt nicht. Looks like you want it the hard way. Das, ja, ja. Was macht er denn jetzt? Oh, scheiße, er hat da irgendwas. Jetzt habe ich nochmal so eine Mega-Attacke gemacht. Sehr gut. Jetzt kriegt er hier noch auf die Fresse. Boah, wie viel hält der denn aus? Ey! So, jetzt haben wir erstmal sein Schutzschild unterbrochen. Ich finde, die Kamera ist ein bisschen zu nah. Need to hurry up and find my weapons. Hm. Wartet mal, ich muss mal die Sense höher machen. Kameraempfindlichkeit. Beides 3 höher. Ja, jetzt kann ich ein bisschen schneller. So, wir haben die jetzt besiegt. Ja, irgendwie. Hm, ich kämpfe ein bisschen. Weiß ich nicht. I need to hurry up and find my weapons. Ach, da liegt die Waffe. Staff, Spear, Bracelets, and my daggers. Alright, I've got them all back. Waffe ausrüsten. Die mir aber könnt ihr. This will make getting to Aphis much easier. Tagebucheintrag. Ist hier noch was? So, und jetzt kann ich diese verschiedenen Waffen: Schwert und Schild, Dolche. Speer, Stab, alter Schwede, gibt's ja einiges. Schade, dass man immer nur 2 wählen kann. Und man sich dann immer entscheiden muss. Ah, Dolche sind halt sehr, sehr schnell, wendig. Das ist halt für den Fernkampf, da bin ich jetzt nicht so der Freund von. Achso, man kann sogar damit schießen. Pam. Ja, aber... Hä? Wie kann ich das denn auf einmal? Achso, statt des Schildes kann ich jetzt so mega... Mega attacken. Also die Dolche sind cool. Der Stab ist scheiße. Armreife. Hä? Lol. Kann man irgendeine Falle mitmachen? Aber nee. Will ich auch nicht. Nee, ich würde mal sagen... Ja, komm, wir gucken nochmal den Speer an eben. Ja, das ist halt ein Speer halt, ne? Hä? Greift damit aber nicht an. Da will ich schon fast sagen, man muss halt jetzt entscheiden, welche Waffe auch man als erstes macht. Ob man jetzt das hat oder ob man das Schild nimmt. Ich würde sagen, wir machen als erstes mit dem Schild. Und zweitens diese Dolche. Ja genau, jetzt habe ich nämlich das. Und hier habe ich dann diese... Ja, okay. Wir probieren es erstmal so. So, der lang. Achso. Jetzt könnten wir wieder zurück. Weil... Irgendwo war doch diese Kiste. Die ich jetzt mit den Dolchen öffnen konnte. Ah. Die Kamera ist doch jetzt wieder ein bisschen zu schnell. Nochmal alles ein zurück.
Oder oben ist irgendein Gegner. Guck mal, da ist jetzt er wieder hier. Den kriege ich noch nicht tot, der haut immer ab. Aber wo war denn jetzt? Da war jetzt diese Kiste. So, und die kriege ich jetzt irgendwie auf mit den Dolchen, oder was? Ja, genau. Toll. Zweimal solche Fragmente. Ah, da ist auch noch was. Hä? X? Ah, lol. Okay. Das ist besser. Okay. Jetzt können wir wieder weitergehen. Unsere Leben. Wir könnten uns jetzt hier ausruhen. Allerdings würden jetzt alle Tiere wiederkommen, die ich da gerade getötet habe, ne? Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal einen Trank. Wie viel heilt der mich denn? Heilt der mich komplett erstmal? Ah, ne, fast. Aber wir lassen uns erstmal so. Und gehen jetzt hier mal weiter. Hier haben wir noch irgendwas gefunden. Verdammt, diese Wächer vom Krokodil gefressen ausgehen grauenhaft. Ich werde hier nicht sterben, nicht so. Muss ich hier runter? Die Gegner sehen so ein bisschen comichaft aus, ne? So, pam, genau rein. Das sind zwei, ne? Nee. Oh, verdammt, der macht wieder irgendein Feuer. Muss man halt aufpassen. Am besten den immer als erstes töten. Shit. Hey, 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 chill mal, chill mal. Hey, wieso kann ich das jetzt wieder nicht machen? Was fehlt mir da immer? Ja, ich muss jetzt mal in das Kampfsystem reinkommen. Aua. Muss mal was trinken. Der Typ ist tot und er ist auch tot. Ein Attributpunkt. Was will er denn hier? Aber wann kann ich diesen... Jetzt kann ich den zum Beispiel machen. Weg. Also die Geräusche, wenn man hittet und von den Waffen ist ein bisschen low. Da hätte man schon mehr erwarten können irgendwie. Fühlt sich nicht so geil an, wenn man einen trifft und so. Dieses Trefferfeedback und sowas. Oh. Was kommt denn da für ein Monster? Ein Seeungeheuer. Gierzahn der Verschlinger. Oh, erster Bosskampf oder was? Das ist das Krokodil. Boah, der hat ein Schwert oben drin stecken. Das sieht geil aus. Das sieht cool aus. Das ist die Frage. Welche... Ja, was macht man hier so am besten? Merkt ihr dieses Trefferfeedback? Oh, Digga! Dieses Trefferfeedback ist ein bisschen warm. Wenn man am besten nochmal schnell was trinken. Also Tränke hat man einige. Wow, er schießt sogar. Und jetzt mal hier unser wuchtigen Angriff. Jetzt haben wir ihn so ein bisschen. Jetzt müssen wir wieder aufpassen. Ja, das hat jetzt alles gebracht. Ausgewichen, wollte ich gerade sagen, aber dann doch zu spät.
Aua. Aua. Wollen wir was trinken? Eieieiei. Boah, ich muss weiter weg. Jetzt wird er gerade gierig, der Junge. Boah, gut ausgewichen. Aber der sieht schon geil aus, der Gegner. Aua. Dem ist die Hälfte der AP. Alter Schwede! Was ist für eine Kombo? Oh fuck. Muss ich aufpassen. Ich nehme lieber noch einen Trank. Ja, die Attacken und so von dem sehen echt geil aus und sind echt abwechslungsreich. So, wieder weg. Ich mach wieder so einen Monsterschrei. Gleich haben wir ihn. Ja, gut. Oh, mir fehlt das Springen irgendwie. Perfekt ausgewichen. Viel hat er nicht mehr. Wir haben ihn gleich. Komm, komm, komm. Jawohl, wir haben ihn. Sehr nice. Er hat was fallen gelassen. That's the Northwind Legion's mark on the hilt. All the others must have come this way. Perfect. At least I'm on the right track. They must have already entered Aethys. Aber was ich jetzt schon schade finde, wir haben zwar jetzt einen Dolch gefunden, aber ich glaube nicht, dass das einer ist, den wir nehmen können, sondern dass das irgendwie zu dieser Quest gehört. Ja, genau hier. An der RP, diese Action-Wundern zu sehen, dass ich ihn kriege. Was ich jetzt halt schade finde, man hat anscheinend jetzt schon alle Waffen, die es gibt. Und die kann man aber jetzt trotzdem halt weiter immer hochleveln. Man kriegt neue Fertigkeiten. Was finde ich schade. Ich hätte gerne, dass man weiter neue Waffen finden kann. Andere Schwerter, andere Schilde, wie bei Elden Ring. Das hat ja einen so fasziniert, dieser Sammelwahn. Dass man immer was anderes finden konnte. Aber hier ist es, glaube ich, so, du hast jetzt hier deine Dinger. Und die bleiben. Und es gibt auch nichts Neues. Zumindest nicht von den Waffen. Du hast jetzt das alles. Das habe ich auch schon in den Videos gesehen. Und das bleibt. Ne? Das ist halt schade. Die nehmen sich halt was weg. Das wäre geil. Diese andere Schwerter, andere Schilder, andere Dolche, andere Hammer. Oder ganz andere Waffen noch. Aber man hat jetzt gleich von Anfang an alles. Und ja, kann das irgendwie noch hochleveln wahrscheinlich. Finde ich trotzdem ein bisschen schade. Was wir machen, wir gehen hier mal den Angriff ein bisschen stärker. Und ein paar mehr Leben. Da wir Arkane nicht so spielen werden. Also. Jetzt können wir hier wieder irgendwelche Punkte. Aber manchmal. Wie das zum Beispiel, das will ich gerne nicht haben, dass ich mehr Schaden erleide. Also mit Materialien. Der stirbt. Ja, das hier würde ich gerne noch haben. Ja. Ja, okay. Bestätigen. Achso. Ich habe noch zwei. Hä, habe ich das nicht immer? Achso. Ich muss das dann nochmal bestätigen. Ich finde, dieser Umgebungssound ist noch ein bisschen laut. Ja gut, ich bin natürlich jetzt auch gerade neu im Wasser. Ja, hier ist natürlich jetzt leiser.
Ah, nee, wir können ruhig wieder auf 2 gehen. Gut, dass man auch immer speichern kann anscheinend. Jederzeit und überall. So, was haben wir denn hier noch alles? Findet einen Weg in die Stadt. Kann man hier klettern? Ah ja. Ah, das Spiel hat was, muss ich sagen. Auch der Boss eben. Aber so dieses Trefferfeedback wäre noch schöner. By the north wind. Such a grand city wall. This must be Aphis. Must have found a way to get in somewhere around here. So, gehen wir mal weiter. Ich muss auf jeden Fall. Ah, okay, jetzt können wir hier alles regenerieren. Also auf jeden Fall mal FPS-Counter anmachen. Manchmal kommt es mir so vor, als wenn es ruckelt, aber kann natürlich nicht beim MPC sein eigentlich. Aber wäre trotzdem mal schön zu gucken, wie viel FPS ich habe. Ja, das Spiel hat was. Ich glaube, es ist auch düsterer, als es den Anschein hat mit ihren farbenfrohen Auftreten. Auf dem Grab befinden sich verschiedene Ausrüstungsgegenstände der Nordwind-Legion. Ausgehend von dem Namen, die auf ihnen geschrieben stehen, handelt es sich um die letzte Ruhestätte von Hafung. This is the Northwind path. Okay. Aber wisst ihr, was ich meine, ne? Mit den Waffen, ne? Jetzt ist ja irgendwie schon so, ja, warum spiele ich überhaupt weiter? Also, natürlich spiele ich weiter, weil das Spiel bestimmt noch ganz gut ist. Aber, ja, du kriegst ja keine neuen Waffen, so. Nur diese Fähigkeiten, Fertigkeiten. Judging by its direction, I should be able to get into the city from here. Wow. Even the forest is filled with strange monsters. Okay, ich muss eigentlich da lang, aber wir gehen das mal hier lang und schnappen uns die Tasche. Silberstück. Kann man ins Wasser? Ja. To think that Hathor and Gunnarsson died. What the hell could have happened with Operation Ashwing? Their last report just mentioned someone living in Aphis. There hasn't been any word from them since. I really am worried about them. Hopefully the North Wind can guide me to my father soon. Please, I'll do anything. So, hier ist wieder ein Schiffstück. Dieser wertlose Kerl Marble, der macht doch nichts anderes als Kriegsrecht durchzusetzen. Wer weiß, ob er vorhat, Aphis allein zu regieren. Können wir uns von Asterios befreien? Ah, da geht's um Asterios, so heißt das Spiel. Glücklicherweise, bla bla bla. Oh, we better not fall in. Never did pass the Legion's swimming test. Okay, ich kann anscheinend nicht schwimmen. Like the water's bottomless. Das hätte man auch besser machen können, so eine fette Truhe und dann blinkt da oben nur rechts 2 Sternenfragmente oder so. Steinerzfragmente. Ah, man kann sogar runterrutschen. Okay. Ja, hier manchmal ruckelt's. Immer wenn man einen neuen Abschnitt oder so. Also schlecht programmiert. Oh, man kann sogar alles kaputt machen. Up ahead. That energy's different from what I've seen before. Is it some sort of... Welche Geister? Da mich das Spiel doch interessiert, lass ich mal ein bisschen laufen. Geht zur Promenade und... anderer Bürger.
Related to the curse? There are so many incredible phenomena here. Ja, ich will wissen, wie es weitergeht. Ja, ich hab Bock drauf. Cool. Kleine Kritikpunkte, habe ich schon gesagt. Alles in meinem. Es ist ein kleines Indie-Game. Ja. Erster Eindruck gut. Positiv. Ich hab Bock drauf, weiterzuspielen. Werde jetzt auch weiterspielen, aber hier erster Part, erstmal Cut. Asterigos, Leute.